Mama Leute, also heute mit einem super kurzen Guide. Es geht nur um ein einziges Thema. Dieses Thema liegt mir im Herzen und das sind Ghosts. Ihr seht das hier, ich habe den gegnerischen Ghost ausgewählt. Wir sind bei 13:40. Aufgetaucht auf dem Radar, bei mir ist er so um die 13 Minuten. So, wenn ihr gegen Terraner spielt, habt ihr sowieso schon mal ein etwas schwereres Leben, weil Terraner sind wirklich mies, die sind hart. Die haben super, super viele nervige Einheiten. Wir spielen hier gegen Bioterran mit Mech-Unterstützung. Das heißt, wir haben hier viele Panzer, Medivacs und wir haben natürlich auch Ghost. Wir spielen Transsaisonische Eisenbahn, das sieht man hier super an der Minimap. Transsaisonische Eisenbahn ist eine dieser Maps, auf denen Ghosts super, super, super nervig sind. Es gibt auch noch andere Maps wie Nacht des Grauens oder dergleichen, aber das ist eine Besonderheit Nacht des Grauens. Die meisten Maps haben aber etwas gemeinsam, zumindest wenn es um eure Main-Basis geht. Und diese Besonderheit oder diese Gemeinsamkeit zwischen den Maps sorgt dafür, dass Ghosts nicht schwer zu deffen sind. Viele tun sich unglaublich schwer, diese kleinen Jungs zu deffen. Sie haben hier die Nuklearschläge, die 500 Schaden auf Gebäude machen und 300 Schaden ansonsten. Und die gehen sehr, sehr gerne in eure Mineralienlinien, die zerstören einen Teil eurer Basis. Ihr seht ja hier 300 Schaden, das heißt bei den Protoss bedeutet, dass das alle Pylonen dann weg sind. Und es ist einfach mega, mega nervig. Und Ghosts sind auf einigen Maps fester Bestandteil in dem Moment, wo ihr gegen Terraner spielt. Wie könnt ihr Ghosts super, super einfach deffen? Ghosts gehen grundsätzlich, weil sie nun mal nicht fliegen, über eure Aufgänge. Bei den meisten Basen habt ihr Aufgänge. So, und das führt halt dazu, dass das hier oben High Ground ist. Das ist Low Ground, High Ground. Wenn eine Einheit von unten kommt, kann sie nicht sehen, was hier oben steht. Sie muss erst die Rampe bis zu einem gewissen Teil hochgelaufen sein, um Sicht nach hier oben zu bekommen. Und das nutzt ihr einfach aus. Ein Ghost würde, wenn ihr eure Def hier hinten baut, würde ein Ghost einfach in eure Basis reinlaufen, sich von den Kanonen fernhalten und hier den Nuklearschlag setzen. Wenn ihr ihn aber direkt hier an die Rampe baut, sieht er eure Def nicht. Das heißt, er sieht die Def erst, wenn er hier oben ist. Und in dem Moment kann eure Def aber schon den Ghost angreifen. Jeder Commander, selbst die Zergs, haben Möglichkeiten, Ghosts abzuwehren. Wenn ihr Protoss seid, ist es super, super einfach. Baut einfach eine Kanone. Es reicht eine, ihr könnt auch zwei bauen und seid ihr wirklich safe. Aber es reicht eine Kanone am oberen Ende eurer Rampe. Nicht hier unten, hier oben. Ihr baut einfach auf dem Highground eine Kanone. Mein Mitschreiter hat die jetzt hier direkt an den Rand gesetzt. Das ist ein Risiko. Auf manchen Maps sorgt das dafür, dass der Ghost diese schon sieht und wird die dann hier nuken. Also mit Nuklearschlag versehen. Wenn ihr die ein bisschen weiter hinten baut, dann sieht er die nicht. So, und jetzt seht ihr hier, ich spiele Nova. Nova ist jetzt nicht gerade ein Stake Defense Commander. Aber auch ich habe hier an diesem Aufgang und ich habe an diesem Aufgang, hier war ein Turm, der wurde gerade von Hybriden gekillt, deswegen sind meine Liberator auch hier, zwei Türme plus einen Raketenturm. Der Raketenturm ist ein Detektor. Bei Protoss sind diese Photonkanonen grundsätzlich Detektoren. Ihr habt auch nur eine Art von Defense. Und bei Rainer müsstet ihr dann Bunker bauen, Stukov hat eh Bunker, klar. Sworn hat sehr, sehr gute Türme. Und so hat jeder Commander Def. Selbst Zagara, Abatur und so haben halt Spinecrawler, also diese Stacheln. Und sie haben diese Raketen, also diese Flugabwehrtürme, die dann diese Giftschleudern da spucken. Kann auch sein, dass die Spinecrawler heißen, ich weiß gerade nicht genau. Auf jeden Fall, damit könnt ihr dann halt diesen Aufgang dicht machen. Der Ghost ist in Reichweite, wenn er die sieht. So, und dadurch habt ihr eigentlich einen sehr, sehr einfachen Move, um auf jeder Map, wo ihr Highground habt, zu deffen. Nach des Grounds habt ihr kein Highground, da müsst ihr dann halt irgendwie Detektoreigenschaften haben, in Form von Overseers, Beobachtern. Nova hat da wirklich Probleme, auf diesen Maps zu deffen. Aber die meisten Kommandeure haben auch dort Möglichkeiten. Mit Zukunft ist es zum Beispiel sehr einfach, ihr setzt einen Overseer über eure Bunker, dann seht ihr den Ghost grundsätzlich. Und dann müsst ihr halt einmal nur kurz den Zier mit herumschieben oder einen Bunker entladen und die 5, 6 Einheiten, die in dem Bunker sind, dann eben kurz auf den Ghost loslassen. Ghosts werden euch unendlich oft treffen, wenn ihr nichts dagegen macht. Und das ist eigentlich alles, was ihr tun müsst. Es würde hier auch ein Turm reichen, ein Turm plus ein Raketenabwehrturm. Also hier, das ist ein Railgun-Geschütz plus ein Raketenabwehrturm. Bei Rainer ein Bunker. Bei Sworn, eine eurer Türme. Ne, nehmt nicht den Raketen ab, also diesen Flammenturm, sondern nehmt halt die Bum-Bum-Kanone, wie sie heißt. Damit könnt ihr Ghosts dann auch zerkloppen. Und ihr müsst auch keine Def oder sowas abstellen oder keine WBFs abstellen zum Reparieren. Die Ghosts werden das nicht machen. Ich zeige euch das jetzt einmal, wie das dann in der Praxis aussieht. So, hier sehen wir das jetzt. Der Ghost wäre also jetzt hier von dieser Seite gekommen. Wir hatten hier gerade einen Kampf. Die Ghosts laufen unabhängig der Wellen. Das heißt, der ist jetzt nicht mit der Welle gekommen oder mit dem Zug gekommen, sondern wir sind dann hier unten. Der Ghost hat sich hier vorbeigesneakt. Das macht er dann getarnt. Und hier seht auch hier kommt der getarnte Ghost. Und er ist jetzt hier unten schon in der Reichweite der Sicht dieser Kanonen. Und das ist jetzt bei Protoss. So sieht das dann bei Protoss aus.
So, er hat den Nuklearschlag getagt in dem Moment, wo er die Kanonen gesehen hat. So, manchmal tagen die gar nicht, sondern laufen dann wieder zurück, laufen wieder hin, solange bis sie tot sind. In diesem Fall hat er sogar getagt und trotzdem verloren. Ihr seht auch hier, das wird dann trotzdem als Explosion angezeigt, obwohl er nur gestorben ist. In dem Moment, wo der Ghost tot ist, wird der Nuklearschlag abgebrochen. So, und das gleiche können wir dann noch einmal hier unten bei diesen Kanonen zeigen. Hier ist es jetzt so, das ist kurz danach. In der Regel kommen immer zwei Ghosts gleichzeitig. Ihr seht, hier oben ist schon wieder ein Ghost. Und nee, das ist der, ist das der Ghost? Ich weiß es gerade gar nicht. Und gleichzeitig hier unten sind ein paar von den Begleitungseinheiten jetzt in Richtung der Basis gerannt. Ne? Das heißt, hier seht ihr, ein paar sind schon da. Super, super nervig. Das heißt, die werden jetzt meine Türme angreifen. Und gleichzeitig kommt aber, unabhängig von der Begleitung des Zuges, von hier, also von dieser Seite, ein Ghost. Über die Map verteilt sind Ghost-Akademien. Wir haben jetzt auch keinen in Sicht bekommen. Aber es sind, ich meine, um die fünf Ghost-Akademien. Und wenn ihr die alle zerstört und alle WBFs zerstört, sodass keine neuen gebaut werden können, dann hören auch die Nuklearschläge auf. Das ist die andere Alternative. Ist natürlich ein bisschen sehr viel aufwendiger. Und jetzt seht ihr halt hier, dass jetzt hier auch ein Ghost kommt. Der kommt jetzt von rechts. So, hier oben ist gerade der Ghost gewesen. So, wären die nicht da, hätten die Türme den schon längst kaputt gemacht. So, der Ghost ist aber jetzt trotzdem gestorben. Und so haben wir das hier an dieser Stelle gedefft. So, die Türme gehen jetzt leider drauf. Mein Mitschreiter war nicht so stark, dass er hier die Züge auch kaputt gekriegt hat. Ihr seht das hier. Das ist seine Armee. Ziemlich spät im Spiel. Da kommt der nächste Ghost. So, Ghosts kommen hier in einem unglaublich hohen Intervall. Das hört auch nie auf. Das ist leider so. Ghosts hören einfach nicht auf. Ihr seht auch jetzt hier, der Turm ist kaputt gegangen. Ich setze sofort einen neuen. Ich will immer zwei haben. So, hier ist schon wieder ein Ghost. Also ihr seht, Ghosts hören hier nicht auf. Und die Ghosts werden immer wieder versuchen, in eure Basis reinzudrücken. Ich habe hier den falschen Gegnercomp gewählt übrigens. Normalerweise müsste ich hier gegen Panzer bauen. Ich habe aber Liberator gebaut. War egal, am Ende haben wir die Mission geschafft. Aber das ist genau das, was ich zeigen wollte. Hier habt ihr halt die Option. Bei Protoss ist es sehr einfach, einfach Kanonen bauen. Bei Nova ist es das hier, bei anderen Kommandeuren. Ihr müsst halt immer ein Gebäude bauen, was halt den Boden angreifen kann. Ihr könnt auch Einheiten zurücklassen. Wenn ihr aber einmal F2 gedrückt habt und ihr habt eure gesamte Armee geholt, sind diese Einheiten weg. Ihr könnt auch hier einen Panzer platzieren. Also ich sag mal so bei Rainer oder so, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich spiele sowieso Panzer. Ich will hier nicht extra einen Bunker bauen und vier Marines da reinsetzen. Das ist mir viel zu viel Supply und alles. Dann setzt ihr einen Panzer ab. Das geht natürlich auch. Ihr braucht halt immer nur einen Raketenturm dazwischen und auch der Panzer muss halt auf dem Low Ground sein. Auf dem High Ground sein. Weil ihr habt Sicht auf den Low Ground, aber ihr habt der Low Ground hat keine Sicht auf den High Ground. Sei denn, ganz viele blöde Umstände passieren, wie zum Beispiel hier. Ein Raven, der ist jetzt gerade von hier unten gekommen, der bietet natürlich Sicht auf die erhöhten Ebenen. Auch wenn er jetzt nur hier unten steht, würde er schon Sicht auf hier oben bieten und dann könnte der Ghost auch tagen. Das passiert unfassbar selten, vielleicht im 1% der Fälle, dass irgendwo noch ein Raven rumflattert, den man vielleicht nicht getötet hat. Der Raven könnte aber hier nicht lange rumfliegen, weil hier halt auch die Kanonen sind. Bei mir sind es dann die Raketenabwehrtürme, der Raven würde dann hier einen Turm setzen, der Turm würde zerstört und die Raketenabwehrtürme würden den Raven immer auf Distanz halten. Aber in solchen Fällen kann es natürlich schon mal passieren, dass der Ghost Sicht bekommt. Und das ganze Spiel über werden immer wieder Ghosts kommen. Und ihr könnt absolut nichts verhindern. Ihr seht es hier schon wieder. So, dieser Ghost zum Beispiel jetzt hat gerade gesehen, da ist ein großer Kampf, Einheiten und die Ghosts weichen aus. So, ich verliere, glaube ich, gleich die Sicht auf den Ghost. Ja, kann ich leider nicht sehen. So, aber der wird auch demnächst wieder auftauchen. Ghosts tauchen hier dann auch einfach irgendwann wieder auf. Vielleicht geht er jetzt hier nach unten. Weil er gesehen hat, hier oben ist Death, da war Sicht drauf, also geht er jetzt da nicht hin und taucht hier wahrscheinlich gleich unten auf. Genau, hier ist er. So, und hier wieder genau das gleiche. Ach Mensch, so. Hier ist jetzt aktuell nur ein Turm, weil der andere gerade kaputt gemacht wurde. Aber ihr seht, der Turm reicht. Mit zwei ist der Schaden egal, den er gekriegt hat. So, und das passiert über die gesamte Länge. Und das passiert auch auf eure Second Bases. Auf einigen Maps. Rakshir oder so, hier ist der nächste Ghost. Das geht die ganze Zeit so. Es hört nicht auf, solange ihr nicht die Ghost-Akademie zerstört. Und dementsprechend, ja, müsst ihr etwas gegen Ghost tun, ansonsten habt ihr ein echt schweres Leben. Und macht es einfach. Macht es wirklich einfach, investiert Minimum. Minimum ein bisschen was. Das ist ja nicht viel, aber überlegt mal, was ihr alles investieren müsst, um immer wieder eure Arbeiter aufzufüllen. Wenn Ghosts keine Nuklearschläge haben, weil sie jetzt alle verschwendet haben, Amon muss tatsächlich Nuklearschläge erforschen, dann ist es so, dass die Ghosts in eure Mineralienlinie gehen und eure WBFs fokussen. Dann habt ihr hier ratzfatz keine WBFs mehr. Da ist der nächste. Also ihr seht, wie hoch die Frequenz von Ghosts ist. Und ihr seht auch hier, ich muss mich darum nicht kümmern. So, ich bin jetzt gerade durch Zufall hier gewesen, aber dann hätte ich ihn auch gedefft. Nur jetzt seht ihr auch hier, ich
baue noch aus, weil ich sowieso die Mineralien habe. So, und jetzt baue ich hier noch aus, dann geht das noch schneller und ich brauche mir noch weniger Gedanken um Ghost machen und gleichzeitig kann ich Hybriden töten. Das ist der nächste Ghost, diesmal in die Second Base. Das geht die ganze Zeit so, hört nie auf, ihr seht, es ist ja wieder da. So, und die Ghosts werden sich hier dran opfern. Die sammeln sich nicht irgendwo und setzen dann auf einen Schlag 50 Nuklearschläge, sondern die rennen immer einzeln und die werden dann einfach sterben. So defft ihr Ghosts. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Transsonische Eisenbahn, weil das hier eine der nervigsten Maps ist. Ich guck mal kurz, ob ich noch irgendwie etwas habe für Nacht des Grauens und dann zeige ich euch das da. So, und hier nur mal ganz kurz, wie ich zum Beispiel bei Nacht des Grauens das Ganze mache, im Fall von Stukov jetzt. Also Nicole spielt hier Melufa. Nicole spielt hier Melufa, also Nicole alias Melufa spielt hier Nova. Nova hat hier so ihre Probleme dagegen. Ich spiele Stukov, also weniger Probleme. Aber wir haben jetzt gerade eben erfahren beim Pushen, dass unser Gegner Terrana ist. Auch wenn Stukov hier gesagt hat, dass unser Gegner Zerg ist. Ich kann das mal ganz kurz haben wir halt jetzt hier durch das Pushen gesehen, okay, unser Gegner ist Terraner, das heißt, unser Gegner ist Terraner, das bedeutet für mich auch wieder gleich, oh Gott, okay, Ghost. In dem Moment habe ich dann auch sofort den Raumhafen gesetzt, der Raumhafen erlaubt es mir aus Overlords Overseers zu machen, ansonsten brauche ich den auf dieser Map hier nicht, den Raumhafen, dann schenke ich ihn mir und baue sofort in meine Dev überall Türme. So, diese beiden hier sind fertig und diese beiden hier sind jetzt gerade in der Mache. So, und ich baue diese etwas vor meine Bunker. Denn wenn meine Bunker vor meinen Türmen stehen, wird der Ghost die Bunker aus Distanz angreifen und meine Türme sehen ihn erst gar nicht. So bekomme ich Sicht auf den Ghost. Auch nicht in allen Fällen. Deswegen setze ich jetzt sofort Overseers dazu. Und Overseers haben ja eine Fähigkeit, da kommen wir jetzt gleich zu. So, weiter auf dieser Map ist das Besondere, dass die Ghosts hier frühestens bei Tag 3 kommen. Das heißt, ihr habt immer eigentlich so gewisse Timer, wann Ghosts kommen. Ihr habt ja gesehen, bei Transsonischer Eisenbahn war das so um die 13 Minuten. Es ist immer nach 10 Minuten. Das heißt, die ersten Nuklearschläge kommen immer nach 10 Minuten, sodass ihr wirklich mehr als genug Zeit habt, euch dagegen zu wappnen, dass Ghosts kommen werden. Oder dass, wenn es zum Beispiel um Banshees geht, dann ist es immer in der vierten Welle frühestens, dass entweder eingegraben oder getarnte Einheiten kommen. Ab da müsst ihr eure Detection haben. Ihr seht hier, hier ist gerade Amons Kraft draufgekommen, also eine von Amons Angriffswellen ist hier draufgekommen. Es ist Sky Terran und dementsprechend habe ich hier mein Overseer verloren. Hier oben seht ihr mein Overseer. Overseers haben einen riesen Vorteil, sie können in diesen Spionage abbrechen, also in diesen Spionagemodus gehen und der erhöht die Sichtweite eines Overseers um 50%. So, hier baue ich die Dev auf und ich werde an jedem Aufgang auch einen Overseer haben, damit ich Ghosts noch früher sehe. So, und ihr könnt die Uhr nachstellen. In dem Moment, wo der dritte Tag beginnt, werden Ghosts kommen. So, und es wird hier definitiv jetzt einer kommen, ich muss ja einfach nur auf Play drücken. So, und ihr könnt immer die Uhr wirklich danach stellen, dass hier ein Ghost kommt. Immer bei Tag 3 und die kommen dann auch recht früh in Tag 3. Da ist der erste. So, der war hier vorne noch nicht getarnt, jetzt ist er getarnt. Jetzt können wir hier gucken, ist hier auch schon ein Ghost erschienen? Ne, hier noch nicht. Ihr seht ja, hier wurde meine Dev ganz gut abgeräumt. Hier ist ein dicker Angriff drauf gekommen und Nicole ist draußen geblieben in der Nacht. Deswegen habe ich hier ganz schön, also hier habe ich halt einen Turm verloren. Keine Riesenverluste, aber ich musste meine Bunker auch entladen. Ihr seht auch hier, meine Overseers sind gekillt worden, das heißt, ich setze jetzt hier auch neue Overseers. Da können wir uns dann gleich auch mal den Modus angucken. So, und jetzt seht ihr halt, wie das hier funktioniert. Der tagt. So, und ihr seht auch, dass nichts von mir in Reichweite ist. Ich habe hier keine Panzer oder dergleichen stehen. Das heißt, in dem Moment, ich habe hier eingestellt, dass ich hier links immer die Ereignisse bekomme. So, ich kann auch mal eine Sekunde zurückspülen. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich bekomme also immer hier in Rot angezeigt, dass Nuklearschläge kommen. So, und das ist extrem wichtig, denn hier wird mir gleich angezeigt, okay, alles klar, Nuklearschlag kommt. Und wir sehen jetzt auch hier gleich, können wir auch kurz gucken, zack, 2. So, hier, wo ist denn der zweite Nuklearschlag? Wird mir der hier doppelt angezeigt? Eigentlich wird einem immer pro Nuklearschlag ein so ein Ereignis angezeigt. Das heißt, entweder sehe ich den hier noch nicht. Das wäre natürlich richtig bitter. Müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall, hier, der Ghost ist außerhalb der Reichweite. Und das ist das Ärgerliche, wenn ihr kein High Ground habt. Ihr könnt hier oben, aber das ist hier noch nicht so gut möglich, in den nächsten Nächten kommt das dann. Ich setze hier oben einen Detektorturm mit einem Bunker. Den sieht der Ghost nicht und die können dann den Ghost auch angreifen. Die Ghosts kommen immer von hier oben. Hier ist die Ghost Akademie und in diesem Fall hier ist es hier. Hier ist die Ghost Akademie. Also ihr seht das auf der Minimap, wo ich dann bin. Die beiden Ghost Akademie müsst ihr rausnehmen, dann hören die Ghost Angriffe dann auch irgendwann auf. Ich glaube, es sind noch mehr, ich bin mir aber... Ich glaube, hier ist noch eine. Und ich meine, hier oben ist noch eine. Also irgendwo hier in diesem Bereich. Aber es
Es sind nicht zu viele Ghost-Alchemien, auf manchen anderen Maps sind es mehr. So, was jetzt passiert ist, ihr seht, der Nuklearschock braucht 10 Sekunden, ich setze meinen Psi-Emitter anders. Ich suche sofort in dem Moment, wo ich das bekomme, als Ansage, suche ich sofort nach dem Ghost. So, und das ist halt immer das ganz, ganz Kriegsentscheidende. Hier ist jetzt kein Ghost, also ich sehe einfach keinen, aber es werden mehr Ghosts kommen. So, hier war der Ghost. Da seht ihr ihn noch. Das heißt, in diesem Fall ist er in die Reichweite des Turms gekommen und meine Zombies waren gerade noch durch Zufall in einigen Wellen hier. Ihr bekommt zwischen 2 und 6 Angriffe an Tag 3. Hier ist der nächste Ghost. So, jetzt will ich natürlich mein Psi-Emitter nicht jedes Mal rumlegen. Das heißt, was ich hier machen werde, ist einen Bunker entladen. Also ich meine, ich habe das so gemacht. Nee, hier doch, ich lege den Psi-Emitter noch um. Aber ich entlade den Bunker, falls meine Einheiten zu weit weg sind. So, das war jetzt der dritte Ghost. Das wären 3 Nuklearschläge. Damit wäre meine ganze Static Defense von Stukov abgeräumt. Da ist ein Sunny nur? Okay. So, also ihr seht, es sind nicht wenig Ghosts, die hier kommen. Und ihr müsst euch dagegen wappnen. Das ist immer das ganz, ganz Entscheidende. So, hier sehen wir jetzt die Ghost Akademie. Das heißt, ich habe ja gesagt, hier oben ist eine. Ihr seht, wie tief die drin steckt. Sehr, sehr tief. Und da kommt ihr natürlich auch nicht super schnell hin. Und ansonsten auch, hier standen gerade noch ein paar WBFs. Zerstörte die, ohne die WBFs zu killen oder ohne das Hauptgebäude zu zerstören, wird hier ein neuer WBF produziert und der produziert eine neue Ghost Akademie. Und ja, das könnt ihr nicht wirklich großartig verhindern. Ja, und dann habt ihr das eigentlich soweit. Soweit haben wir jetzt alles über Ghost abgeschnackt. Ich schneide das alles ganz so kurz wie möglich zusammen. Wie gesagt, ihr müsst euch gegen Ghost präparieren, ansonsten werden die immensen Damage machen. Das ist so gewollt. Es gab eine Zeit, wo die Ghosts den Nuklearschlag nicht mehr hatten. Da hat Blizzard ihn den wieder weggenommen, hat ihn jetzt vor zig Patches wieder gegeben. Und ich mache dieses Video nur, weil ich ganz, ganz selten sehe, dass meine Mitstreiter sich gegen Ghost wappnen und wir wirklich oft auch von der Seite meines Mitstreiters halt Ghosts in unsere Basen kriegen. Das nervt einfach, das ist immens störend. Ich denke, bei einigen Maps denke ich immer dran und mache das dann auch und wappne mich gegen Ghosts und baue dann auch an der Seite von meinem Mitstreiter Dev, selbst als Nova, und das auch recht früh, und das nervt einfach ungemein, weil das sind Minereien, die ich ausgeben muss, damit wir keine Probleme kriegen. Und wenn jeder daran denkt und jeder, und wir teilen uns das, abgesehen ihr seid Zerg, wirklich, wenn ihr zu zweit spielt und einer von euch spielt einen Zerg, dann sollte der andere das machen. Für fast jedes Volk ist es leichter als für Zergs. Also ich meine, abgesehen jetzt wirklich von Kerrigan mit ihren Schleichern, die baut sowieso das Hydralisken-Gebäude und die kann dann sowieso noch dieses eine Upgrade ziehen oder das Hydralisken-Gebäude morphen. Das ist jetzt nicht unglaublich teuer für sie und dann kann sie sich auch sehr, sehr gut gegen Ghost wehren. Aber jeder von euch sollte daran denken, sich gegen Ghost zu wehren. Das ist wirklich, wirklich wichtig. So, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es war hilfreich. Und vielleicht kommen in nächster Zeit mehr von diesen Videos. Wie mache ich was und wie counter ich was und wie mache ich mir das Leben einfach leichter. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.